fantastisch. Ich muss jetzt alles nachher in die Aufzeichnung reinfügen. Danke für die Schnittarbeit. Immer wieder gern. Oder auch nicht. Ich lasse einfach weg. Behind the Frame. Ja, das sieht auch nach einem von deinen Spielen aus, das mich absolut nicht interessiert. Ja. Was ist das mit der Frau, die malt? Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Ah, den habe ich schon gesehen, ja. War nicht auch auf der E3? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich meine, ja, das ist von der E3. Oh, verdammt hoch hier. Die Kirche wird verdammt riesig. Ich sag das, du brauchst einen Kölner Dom. Ja, nee, Behind the Frame ist nichts für mich, aber für dich auf jeden Fall. Die wird verdammt hoch. Guild of Dungeon. Von den Kirchtürmen kannst du über das ganze, kannst über die ganze Welt gucken. Das sieht furchtbar scheiße aus. Musik ist gut. Aha. Nochmal hier ist Mauerstücke. Da gab es auch noch ein Spiel, was ich noch entdeckt habe. Jetzt rede ich schon drüber, jetzt ist jetzt auch egal. Ich bin eh gerade beim Trailer gucken. Also. Spiel, das hat auch so Ähnlichkeiten zu. Das erinnert mich stark an dieses hier, was ich schon gespielt habe hier. Wie ist das Spiel? Dieses Flüchtlingslagerspiel und so weiter. Weil jetzt der. Du hast ein Flüchtlingslagerspiel gespielt. Da gibt es ein Spiel, was da. Was ein Flüchtlings. Wo du ein Flüchtling mit einem Flüchtlingslager spielst und so weiter. Ziemlich berührend, ziemlich krass auch. Eine Story. Mir fällt bloß gerade der Name nicht ein. Wahrscheinlich, das Torn Away hier. Irgendwas mit Death, irgendwas mit. Das ist Ich meinte das, was du gerade angesprochen hast, was so ähnlich ist. Das scheint mir Torn Away zu sein. Keine Ahnung. Das habe ich auf dem Handy mal angeguckt. Das ist ja um. Ich glaube, ein russisches Mädchen im Zweiten Weltkrieg. Ja, so. Oder? Von Zweiter Weltkrieg. Ja, dann ist es das. Vielleicht. Ja, das sieht aus wie ein Flüchtlingslager, ist so ganz krass, so ein bisschen was, wo da halt auch nichts für Kinder. Den Trailer. Ist jetzt ruhig, glaube ich. Oh, One Lonely Outpost. Sieht aus wie Stardew Valley im Weltraum. So, jetzt brauche ich erstmal. Es ist Stardew Valley im Weltraum. Cool. Stardew Valley, achso, wollte gerade sagen, Stardew Valley ist im Weltraum, aber nee, das war das andere Spiel. Das eine, was ich auch immer vergesse. Aber One Lonely Outpost, das könnte interessant sein. Wie das Spiel hieß. Ich habe dein absolutes Lieblingsspiel entdeckt, das Hunderettungsspiel. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ich meine, das ist absolut nicht mein Lieblingsspiel. Ja, die Entwickler sind super sympathisch, weil sie spenden sämtliche Einnahmen, die sie von dem Spiel haben, an Hunde. Aber das Spiel ist nicht. Das Spiel ist so furchtbar. Ja, furchtbar würde ich sagen, aber gut ist auch nicht. Death Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Das meinte ich eben gerade. Ah. Wenn du es nur nicht kennst, schau es dir mal an. Oh, das hier. Das ist halt wirklich ein trauriges, wirklich schockierendes Spiel. Das ist halt wirklich nichts für schwache Nerven. Aber ich finde es trotzdem sehr gut. Oh nein, noch ein Open World.
Und warum sieht sie aus wie der eine Koch aus Star Trek Voyager? Ich habe Star Trek noch Story. Stimmt, Star Trek Voyager habe ich geguckt. Das müsste ich, glaube ich, gesehen haben. Ich glaube, da wurde sich am Design hier sehr orientiert. Okay, das ist eindeutig VR-Spiel, das heißt für mich uninteressant. Ich denke, auf YouTube könnte ich mir ein Let's Play davon. Kannst VR-Spiele auch ohne VR spielen? Nein, das hier ist exklusiv VR. Nicht? Ja, ich hab da mal einen VR-YouTuber. Ich glaube, das könnte richtig cool sein. Musikrätsel, VR-Spiel mit Aliens, ja, geht. Das sieht halt super schön aus. So. Anomutationen, das kennt man. Torn Away hatten wir gerade. Das ist das, was so ähnlich ist wie das, was du beschrieben hast. Jetzt kommen wieder spielen. Komm, Turm bauen. Ich bin noch nicht bei der Hälfte. Ich mach das jetzt hier weiter. Das sieht, komm, deinen Turm bauen. Das sieht schlimm aus. Irgendwas genau hier. Ich glaube, das ist Profs Monsterfalle, die hier ausgelöst wird, wenn ich da entlaufe. Weil das Ganze in der Nähe seiner Hütte ist. Oh, ein Huhn. No, das sieht sympathisch aus hier. Piratenspiel. Die Piratenspiele sind gut. Wie ein Piraten-Adventure, Pixel-Art-Adventure aus. Das hat auch so ein bisschen Monkey Island-Energie, die es ausstößt. Monkey Island habe ich jetzt alle Teile, da werde ich auch jetzt mal die Wochen und Monate weiterspielen. Oh ja, das ist sehr starke Monkey Island-Energie, die das hier ausstößt. Das finde ich gut. Teil 1 habe ich jetzt weitergespielt, demnächst ist Teil 2 dran. Übrigens, wir haben letztens hier auf Steam rausgefunden, dass ein tatsächliches Crossover zwischen den beiden durchaus im Bereich des Denkbaren ist. Technisch gesehen, in der Lore sind sie schon angekommen. Ha. Aber geplant ist noch nichts, oder? Geplant ist noch nichts, aber LucasArts ist wieder da, die Rechte sind wieder da, es gab jetzt schon ein Crossover mit mehr. Also. Na dann, machen wir das Beste. Da würde ich mir tatsächlich sogar die Skins kaufen. Das kennst du nicht, aber da hätte ich Bock drauf, das zu spielen. Ganz ehrlich, ja, Pirate's Tale, das klingt. Das sieht interessant aus. Na, einmal müssen wir auch noch Pirate's Tale spielen, das ist ja. Sea of Thieves meinst du? Sea of Thieves the Pirates. Das ist ja. Sea of Thieves the Pirate's Tale. So heißt das ja. Pirate's Life. Pirate's Life. Das müssen wir nochmal spielen. Ich glaube, eine haben wir noch vor uns. Eine Sache haben wir noch. Oh, die haben neue Monster. Sea of Thieves hat neue Monster? Nee, ich guck mir wieder einen Trailer an. Das ist das Monster-Prügelspiel, was ich letztes Jahr schon so super fand. Hat ja den Stil geändert. Das ist nicht mehr so knetmäßig, sondern mehr so Arena. Typisch Arena-mäßig. Die Designs sind cool. Ja, das werde ich, denke ich, eine Weile spielen. Sieht nach einem von den Spielen aus, die mir sehr viel Zeit fressen werden. Out There ist das nächste. Haben wir. Keine Treppe hochgebaut. Oh, das jetzt muss ich den Bogen hier zu machen. Klar, das Spiel, das habe ich letztes Mal beim dem Next Fest probiert. Das ist unglaublich furchtbar. Das mit der Pyramide? Nee, Out There, Oceans of Time. Weißt du noch dieses Spiel mit der Pyramide, wo man. Die das war ja schlimm. Die finde ich cool. Die mag ich auch immer noch. Ich habe auch das. Aber das war schrecklich, da und wir haben es nicht geschafft. Weißt du noch dieses mit den Rätseln, wo wir halt irgendwie dann. Ja. Wo wir es einfach nicht gefunden haben. Was einfach komplett unmöglich war. Ja, ich denk mal, Escape Simulator oder Escape Room Simulator ist da das Beste, was es gibt. Das hat nämlich tatsächlich logische Rätsel. Ja, aber ich bin auch kein Freund von Escape Rooms. Ich auch nicht, aber das hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, aber ich habe es ohne Hilfe in einer Dreiviertelstunde alle drei Level geschafft.
Das war spaßig. Murder Mystery Machine. Aber das, okay. Ding mit der Pyramide, was wir beim Steam Game Festival gespielt haben, das konntest du auch mit Hilfe nicht lösen. Das war einfach. Du musst wissen, was du tust, oder du hast keine Ahnung, was du tust. Nee, das ging auch, wenn du wusstest, was du tust, zumindest. Das ist einfach, das war einfach nicht machbar. Einfach klipp und klar nicht machbar. Das hier sieht aber so cool aus. Murder Mystery Machine. Okay. Interessant. Tja. Dann ist anscheinend eine AI, die zwei Polizisten bei Mordfällen hilft. Cool. Also hier, wie heißt das? Detroit Become Human. Ja, nur wahrscheinlich ohne Körper. Wahrscheinlich bist du Kameras oder so. Du musst Hinweise helfen. Liefer mit Laserpointer, so wie ich es gesehen habe. Ein Spiel habe ich da noch gesehen, das könnte dir vielleicht was. Dann geht es hier. Don't Buy This Game oder so hieß das, glaube ich. Don't Buy This Game ist schon seit Jahren auf meiner Wishlist. Das ist auf jeden Fall. Das und There Is No Game sind halt so die zwei Spiele, die muss man haben aus dem Genre. Das ist halt einfach wirklich genial. Ist das. Ich habe hier ein Spiel gefunden, was aussieht wie Kartenspiel Dark Souls. Okay. Oh Gott. Deepest Chamber sieht furchtbar unspaßig aus. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Demo davon, von dem There Is No Game Dings. Es gibt eine Demo, das weiß ich, die gab es auch schon vor Jahren. Und die ist echt gut. Ja, die werde ich, glaube ich, mal spielen, ist die Tage. Bei der Gamescom. Solltest du, das ist super lustig. Dann beides Game. Einfach nur, es ist halt reine Comedy. Den Trailer fand ich schon riesig. Ja, das ist. Es ist so ein gutes Spiel. Ich hab's damals bei Gronkh gesehen. Der hat die Demo zweimal hintereinander durchgespielt. Okay, wieso das? Er dachte, es gäbe ein anderes Ending. Gab es nicht. Aber das war auch sehr lustig. Ich weiß nicht, ob das. Wie ich bei The Whispered World, wo ich gedacht habe, das gibt noch ein zweites Ending. Oder wie bei Anna's Quest. Ich hab's gehofft. Anna's Quest habe ich noch nicht gespielt. Das habe ich mir gekauft, deswegen habe ich es jetzt bei Gronkh nicht geguckt, das habe ich bewusst bei Gronkh ausgelassen, weil ich will es. Ich habe es geguckt und ich sag mal so, das Spiel ist am Ende ein ziemlicher Schlag in den Magen, also so richtig. Aber ich wollte es mir noch aufheben, weil ich dann. Aber eins sage ich dir, es ist das schlechteste Daedalic-Spiel. Aha. Das heißt, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ja, aber man ist Besseres gewöhnt. Okay. Nicht spoilern, ich will es noch spielen. Ja, vor allem gegen Ende merkt man, da ist ein bisschen die Zeit ausgegangen. Oh nein. Runterfallen. Und hier fallen. Oh, das sieht sehr cool aus. Rätselspiele. Oh, Rätselspiele habe ich auch genug jetzt von. Wird es wahrscheinlich einige geben. Ich habe jetzt schon allein 7 gesehen, glaube ich. Na dann. Aber das sieht halt aus wie gezeichnet in. Also wirklich handgezeichnet, so richtig. Skizziert. Ich glaube, das habe ich gesehen. Inked müsste sein. Das sieht sehr cool aus. Hopp auf die Ziele. Ich lasse mich dann einfach drauf ein. Wir haben das nächste Haven-Spiel. Mal sehen. Camping, wie es aussieht? Ah, deutsches Spiel, sympathisch. Von Mooneye? Animal Crossing mäßig? Sie haben an Tiefenunschärfe gedacht? Ich habe gerade meine Fanta auf der Tastatur ausgeleert. Ja, schön. Nun? Lass dir Zeit. Ist nur deine Tastatur. Brauchst nicht wischen. Ach, da ist eh schon ein eigenes Ökosystem drin. Zum Glück kriege ich bald eine neue Tastatur. Bei mir ist auch. Meine Tastatur ist auch schon mit allem Möglichen. Plot Twist, das sind nicht die Tasten, die so klappern, sondern du zerquetscht immer Chips. Ja.
Kakerlaken, die noch drunter leben. Knacks, knacks, knacks. Das sind die Tiere, die da drunter leben. Das ist ja, jedes Mal stirbt ein Wesen, was da drunter lebt. Okay, ich glaube, Haven Park könnte was für dich sein. Sieht aus wie Animal Crossing mit ein bisschen Adventure-mäßig drin. Und Tiefenunschärfe. Du und dein Tiefenunschärfe. Moment. Habe ich da gerade was? Okay, ich habe gerade random vorgeschlagen gekriegt, dass Beatsweet anscheinend Dreamscaper gespielt hat. Okay. Cool. Freue ich mich. Geiles Spiel. Müsste auch hier irgendwo vertreten sein. Schön für die. Die bewerben das seit Jahren. Turbo Shell? Oh nein. Oh nein. Was, oh nein? Oh nein, das Spiel sieht furchtbar aus. Das sieht aus wie irgendwas, was nicht mal Dalukart schaffen würde. Aha. Ja, wenn es Dalukart nicht schafft, dann schafft es keiner. Ja, ich weiß, dass sie... Oh, das erinnert mich an dieses... Dalukart mit seiner Brille. Oh, das ist Super Meat Boy kombiniert mit diesem einen alten Spiel... Retro-Spiel auf Rotationsstab-Basis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Gab's mal in Retro-Club. Ich glaube nicht. Haben mir das gezeigt. Boah, das sieht ja unglaublich frustrierend und scheiße aus. Eieiei. Nee. Oh nein, es gibt Boys to Life's Adventure. Sieht nicht besser aus als damals. Nicht schön. Ja, das okay. Steht so weit unten auf der Liste wie immer. Sehr schön. Nach zwei Stunden steht jetzt. Nach zwei Stunden steht jetzt das gerade so das Öffnungsportal. Kann mal eben kurz zu dir rüberkommen, damit ich nicht plötzlich gebannt werde oder so. Wieso wirst du gebannt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Prof Server funktioniert. So. Und noch Geraden. Vielleicht kann ich das mit der. Oh, ich sehe deine Strukturen. Das Spenzige. Ist beeindruckend. Ja. Ich stelle mich mal mit dem F1 hier hin, dann kann ich dich schön beim Bau beobachten. Theoretisch. Wann habe ich meine Facecam angemacht? Okay. Cool, das heißt, ich kann das Video schon mal wegschmeißen. Vergessen. Tja. Weißt du, was in meiner Facecam zu sehen war? Nö. Ein kleiner Teil von meinem Headset. Nur. Ja, sehr halt schön. Null ausgerichtet hab. Passt ja. Na gut. Ich mache aber mal eine Aufnahme, dann kann ich eventuell Timelapse davon laufen lassen. Auch jetzt noch. Sobald ich raus habe, wird das nichts. Dann gehe ich mal eben auf Fenstermodus. Eventuell funktioniert das dann. Wie macht man so eine Mauer-Dingens? Wie stellt man Fenstermodus ein? Ah, Vollbild hier. So. Gerade läuft Minecraft-Musik in meiner Playlist. Auch schön. So. Minecraft ist noch aktiviert. Bildschirmaufnahme mache ich aus. Steinziegel. Ich muss gleich nur einen Stein machen. Okay.
Ah, ich mache keine Timelapse-Aufnahme, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, das einzurichten. Dann gucke ich mir jetzt mal das nächste an. Mach das. Ich würde aber gleich eine Pause machen. Ich unterhalte die Leute währenddessen mit meinem Commentary zu Dingen, die sie nicht sehen. Ja. Mach hier gerade noch ein Loch rein. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, die nächste halbe Stunde. Ja. Oh mein Gott. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Keiner sieht was. Das ist das Prinzip dieses Spiels. Das ist Comedy pur. Harmony's Odyssey übrigens. Baut man irgendwie eine Stadt aus diesen Einzelteilen auf, oder? Was tut man? Muss man die Bewohner zurückbringen? Ich versteh's nicht. Ich meine, es sieht sehr schön aus und so, aber... Ich glaube, man muss eine eigene Stadt irgendwie aus diesen Teils ausbauen. Da gucke ich mir doch sogar mal die Beschreibung an. Puzzle Game. Ah. Gut, und jetzt bin ich plötzlich nicht mehr interessiert. Okay. Anbild. Oh nein, App. Wir haben die erste App, Jungs. Eine App. Fuck. Es ist fucking Domino Day kombiniert mit Make and Break. Okay. Das sieht aus wie irgendwas, was dieses verdammte Voodoo-Team in 5 Minuten hingerotzt hat. Wie kann das auf der Gamescom sein? Tja. Wie kann sowas irgendwo gefeatured werden? Ich weiß nicht, ob das überhaupt überprüft wird. Bitte, sie müssen sich der Anmeldung und die Seite anlegen. Gibt es dann eine Überprüfung? Kann da nicht einfach jeder mit seinem Stand hingehen? Du zahlst schon. Klickaffen. Ich habe das Gefühl, von denen wird man in der Mobile-Szene noch mehr hören. Okay, ich glaube, ich mache erstmal eine Pause. Ich mache hier weiter mit Reacts ohne zu reacten. Ja, Lake kennt man. Okay, na dann. Fireside. Schick ich in den Pausenraum, dann hört er noch den Modi weiter mit munterer Musik. Comedy. Modi ist noch zu hören, dann hört er noch die Musik. mit lustiger Musik im Hintergrund. Also, viel Spaß. Ich kann ein bisschen über meine Eindrücke reden, so als Podcast. Ja, viel Spaß. Bis gleich. Also, wir befinden uns jetzt bei Fireside. Und das sieht wirklich schlecht aus. Ach du Scheiße. Ah ja. Und wirf gleich mal ein bisschen Stein weg. Na dann, ich guck weiter Trailer an. So, wie war's? Hast die Leute gut unterhalten? Ich hab bestimmt zwischendrin aus Versehen mal ein Wort gesagt, ja. Hast nicht pausenlos weitergeredet? Nee. Wozu? Hab ich doch nichts von. Und macht's dir nur schwerer, die Pause rauszuschneiden. Ach nö, ich habe ja ein Bild, das ist ja... Ich sehe, wann ich schneiden muss, das ist ja... Hab ich ja ein Visual, okay. Hab ja ein... Ich dachte, du wärst jetzt endlich fertig und könntest jetzt weiter... weiter Turm bauen. Also wird es mit dir heute nichts mehr. Den machen wir noch, wir haben erst... Angefangen den Turm zu machen und dann jetzt... Guck mir ein Golfspiel an, bitte. Außerdem so viel ist es nicht mehr.
Zumindest nichts, was interessant ist, weil ich nicht schon kennen würde. Ja, bis nächste Woche habe ich es eher alles wieder vergessen. School of Magic könnte interessant sein. Ist das das, was ich auf Twitter immer mitgekriegt habe? Nein, das ist nicht. Es sieht nach Kartenspiel aus. Ich muss mal irgendwann den Berg nochmal. Ja, Kartenspiel nach unten machen. Insurmountable habe ich in der Bibliothek. Gutes Spiel. Ja, das ist auch schon in der Welt draußen. Ja. Hast du eigentlich mittlerweile gespielt, oder? Nee. Nur einmal als Letztest habe ich das gespielt. Das war mir zu viel. Das ist doch ganz cool, oder? Na, nee, nicht wirklich. Okay, doch, ich fand es ganz gut, aber es bietet sich halt nicht als. Es bietet sich halt als Let's Test nicht an, oder als Let's Play nicht an. Das ist da absolut nicht. Und das Spiel ist viel zu einfach. Buchstäblich beim ersten Versuch habe ich das Spiel durchgespielt. Du kannst da keine 12, 13 Parts draus machen. Nur das ist halt das, was ich über das was. Nee, das kann man vielleicht ab und zu mal streamen oder so. Also das ist halt wirklich. Bis sie ja mal mehr so Items und mehr Events reinbringen, ist das halt. Genau so war das, genau so war die Sache. Ich fand es schon schön, aber als Let's Play ist absolut uninteressant. Weil es halt einfach nicht. Es hat nichts, wo man sich. Da kaum abwechselt. Ich habe einen Run gehabt und ich hatte, glaube ich, 7-mal Undertale Events. Undertale Soundtrack, der gerade bei mir läuft. In der Playlist. Nice. Ich bin jetzt bei Against the Storm. Undertale ist bei mir wirklich, ist halt, das läuft gerade auf meinem, das streame ich gerade, also jetzt nicht gerade, aber da habe ich wirklich, das hat, also die ersten 2,5 Stunden, die ich da drin gespielt habe, waren wirklich fantastisch. Ich kann es schon vorher, ich habe das schon bei Let's Play Markus im Let's Play komplett gesehen. Moment, du hast ja die eine wirklich, wirklich. Du hast dir das beste Let's Play der Welt zu Undertale nicht angeguckt? Fuck. Was? Du hast dir das beste Let's Play der Welt zu Undertale nicht angeguckt? Ich hab das Let's Play von Let's Play Markus gesehen. Hat er die Stimmen gemacht? Weiß ich gar nicht. Oder hat er nur vorgelesen? Ist eine Weile her. Schade. Ich hab so ein bisschen versucht, die Stimmen, ein paar Stimmen zu machen. Das ist halt. Ja, ich verstehe schon. Spielst du eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich spiele den Deutsch-Patch. Ich wollte dich fragen, weil es gäbe einen Deutsch-Patch. Das ist sehr schön. Nur solltest du dann vielleicht nicht unbedingt das ultimative Secret-Ending mitnehmen, weil da lässt die Synchro nach. Was für eine Synchro? Also die Übersetzung lässt nach. Dann kommt der Google-Übersetzer durch. Ja. What the fuck ist jetzt hier? Oh, ein Portal-like. Oh nein. Oh nein, ich hab die Kirche, glaube ich, verkackt. Dann muss ich es anders bauen, dann muss ich so. Isometrisches Puzzle-Game, was gerne Portal wäre, aber eine unfassbar schlechte Synchro hat. Dann baue ich es jetzt so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist dann ist einfach jetzt. Uff. Es war anders gedacht in der Anleitung, aber. Man macht es halt jetzt so. Oh, es gibt was Neues von Rusty Lake. Ja, Mann. Gibt es eigentlich einen Trailer? Ja, es hätte auch mehr Sinn gemacht. Na toll. Ich habe halt komplett. Ich habe jetzt hier eine Seiten. Das ist halt. Hey, was ist da? Das war ja rein zwei Spieler-Modus. Die Anleitung ist auch bescheuert. Bekloppt. Okay. Muss ich jetzt gerade mal improvisieren. Also ich weiß auf jeden Fall schon, was für ein Spiel wir definitiv zu zweit spielen werden. Wir können auch einiges zu zweit spielen, das kann ist ja auch. Bietet sich nee, ich auch meine, an, wenn es kommt. Nicht von den Demos, sondern wenn es rauskommt. Wir werden definitiv Rusty Lake The Past Within spielen. Ja. Ich meine, wir hassen beide Escape Rooms.
Aber es ist Rusty Lake, das heißt, es ist fantastisch und es ist einfach. Kacke, ich glaube, das ist halt. Ich habe jetzt komplett verpeilt. Oder soll ich das jetzt einfach so weitermachen? Soll ich jetzt einfach mal. Dann ist die Kirche halt nicht nach Osten ausgerichtet, aber. Wie kannst du nur? Gott ist wütend auf dich. Scheiß drauf. Zeig mal, was hast du Schlimmes gemacht? Ich komm mal eben hoch. Das Ding ist halt, dass das kein Eingang ist. Ich dachte, das wäre der Eingang. Da habe ich mich auch schon gewundert, wer das hier wäre. Na, der Altar muss nach Osten gerichtet sein, nicht die Kirche. Aber der Altar ist dann auch nicht nach Osten gerichtet. Es heißt nicht, dass du an die Stelle den Altar setzen musst. Ach, ist ja wurscht. Bist du? Hier, hinter dir. In der Kirche. Ach, voll. Ich erkläre dir gleich mal das Problem. Ja, bitte. Ich sehe nur ein riesiges Loch in einer Wand. Jetzt nicht mehr. Ich sehe eine riesige Wand. Das Problem ist, dass das die Wand ist. Dass das die, das ist einfach. Das ist jetzt, da muss ich wahrscheinlich hier ein bisschen, da müssen wir. Das ist das die jetzt Wand. Hier in die Richtung. Na, das, ich dachte, das wäre das Öffnungsportal, das Ding, wo man durch, wo die Tür reinkommt und so weiter. Das ist ein Ding, wo man. Das geht jetzt. Das große Portal wird, das ist das hier, das ist das Portal hier, das was jetzt hier entsteht. Moment, in welche Richtung gerichtet? In Richtung Meer oder in Richtung Berg gerichtet? Ich würde es jetzt wahrscheinlich Richtung Berg gerichtet machen, weil hier kann ich nicht weiterbauen, hier ist dann das Ende. Das heißt, cool. Das heißt, ich dachte eigentlich, die Kirche ist kleiner als ist, aber das ist, du siehst jetzt hier, wenn du hochkommst, kommst nochmal her, oder? Siehst du, das Dach, das Dach bildet jetzt den Bogen. Das heißt, wenn ich das Dach auf der anderen Seite zu Ende baue, kommt das dann, das ist jetzt das Portal, das Gesamte wird das Portal, von hier aus, wenn du durch die Tür reingehst, gehst du hier so, hier gehst du durch die Tür rein. Das ist halt, verstehst du? Ey, das ist eine große Kirche. Das ist halt. Und das ist halt eine. Und ich habe mir Sorgen um die Größe meines Leuchtturms gemacht. Das ist die Tür. Ich baue gerade die Tür. Das ist die Tür. Und ich wollte halt jetzt in die Richtung. Ich dachte, es wäre absurd, dass ich den Sumpf in ein Fischerdorf verwandeln möchte. Ich wollte halt jetzt in die Richtung weiterbauen. Ich dachte, ich würde jetzt halt hier dicht machen und das heißt die Kirche so in dieser Größe lassen, weil ich dachte, ja, eine kleine hübsche Kirche, und dann wird dann. Das ist halt jetzt das Problem.